Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir für den Römerbrief und jetzt für das 8. Kapitel, wenn wir es weiter studieren, und wir bitten dich jetzt um deine Gegenwart und um deine Weisheit und ganz besonders um deinen Heiligen Geist. Und wir danken dir dafür, dass du jetzt da bist, im Namen Jesu. Amen. Amen. Paulus beschreibt hier diese beiden Gesetze und dieser Kampf, der in diesen beiden Gesetzen stattfindet, der passiert im Denken. Er sagt es hier in Vers 5, denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, also denken. Und die geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Es ist also eine Sache des Denkens. Eine Sache, woran denke ich und mit wem verbinde ich mein Denken? Entweder mit meinem Fleisch, und was ist mein Fleisch? Das ist mein Gefühl, mein Ich, mein Wille, ich will, was ich will, und ja, da bin ich fleischlich. Wenn ich aber Gottes Willen suche, den Heiligen Geist bitte und auf das Allerheiligste Acht gebe, da wo der liebe Gott wohnt, nämlich in unserem Gewissen, dann werden wir vom Gewissen überführt. Im Kapitel 9, Vers 1 sagt das ja, dass der Heilige Geist, Kapitel 9, Vers 1, das ist der nächste, die nächste Seite, Kapitel 9, Vers 1, dass der Heilige Geist in unserem Gewissen wohnt und uns Zeugnis gibt durchs Gewissen. Steht das bei euch auch so? Wie mir Zeugnis gibt mein Gewissen in dem Heiligen Geist. Genau, und jetzt müssen wir eben denken, an die Stimme des Gewissens horchen, und dann sind wir gewissenhafte Menschen und dann kann der Heilige Geist uns auch führen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, das ist ein Üben, diese leise Stimme des Gewissens zu hören. Und wenn das Gewissen sagt, mach das nicht, lass das, dann bitte lass es. So bin ich herzwammel, ist gerade gefallen. Weil sonst musst du wieder, ja, zahlen. Das muss ja nicht sein. Also wir sollten üben, ins Allerheiligste zu gehen, haben wir gesagt. Das heißt also, unser Denken mit Gott verbinden und bevor wir etwas tun, beten. Also bevor wir zum Kühlschrank gehen in der Nacht um 12 Uhr, beten. Herr Jesus, soll ich jetzt was essen oder soll ich nichts essen? Soll ich heute auf die Nacht noch was essen oder nichts mehr essen? Und der liebe Gott spricht durchs Gewissen zu dir und er gibt dir die Kraft, diesen Wunsch, diesen Trieb zu überwinden und siegreich zu sein. Das geht nur mit dem Gebet. Anders geht es nicht. Es geht ums Gebet und wenn er betet und bittet um den Heiligen Geist, dann ist er geistlich gesinnt. Ja? Und diese Gesinnung, diese geistliche Gesinnung gibt uns Kraft, weil es der Heilige Geist ist. Vers 9, jetzt sind wir in Kapitel 8, Vers 9. Ja, wir machen der Ganze ist so dick. Ja. Und also red viel mit ihr, sagt sie immer. Es fängt schon beim Einkaufen an. Natürlich. Ich sage zu ihr, lass Jesus ins Einkaufswagen sitzen. Nicht nur ins Einkaufswagen sitzen, im Herzen, der soll mit dir einkaufen. Und das hilft. Ja, das sehr hilft. Gut. Ja. Die ist von links, das ist eine Schwester. Das ist das, was wir so, alles, was wir tun, das mit Jesus. Du das immer. Da gibt es ja dieses schöne Sprichwort, mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der beste Lebenslauf. Wir können mit Gott arbeiten, mit Gott Kinder erziehen, mit Gott Rasen mähen, egal was wir machen, mit Gott Auto fahren, dann wird es anders sein. Ja? Bevor wir starten, Herr Jesus, komm in mein Herz und fahr du jetzt das Auto. Ich bin dein Diener. Ja? Dann wird er der Chef sein und du bist das Verwalter, der jetzt das tut, was der liebe Gott sagt. Und wenn der liebe Gott im Gewissen sagt, du, jetzt ist schon dunkelgelb, brems. Das habe ich noch nie gehört. Hast du nie gehört? Schon, aber dunkelgelb. Dann brems, dann hoch auf die Stimme des Gewissens. Oder wenn der liebe Gott dann sagt, lass den Vieri fahren da, tu dich nicht ärgern, dann wir werden mehr und mehr überwinden können, weil er ja die Kraft ist. Und das ist eine Auferstehungskraft. Die ist so stark, dass sie sogar Tote auferwecken kann. Schaut in Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, weil Gottes Geist in euch wohnt.
Das heißt also, wer den Heiland, den Herrn Jesus und seinen Geist, und das werden wir jetzt sehen, weil ja in Vers 9 der Geist Gottes mit dem Geist Christi verglichen wird. Und das ist dasselbe. Er sagt, wenn nun Gottes Geist in euch wohnt, dann wohnt Jesu Geist in euch. Das ist dasselbe. Der Heilige Geist ist Jesu Geist und der Geist des Vaters. Das heißt also, wir haben da eine Einheit, und wenn der Geist Gottes in uns wohnt und wenn der Geist Gottes uns regieren darf, weil wir ihn gebeten haben und gesagt haben, bitte, was soll ich tun, dein Wille geschehe, dann werden wir geistlich sein und nicht fleischlich, dann werden wir unser Fleisch überwinden und werden siegreich sein können. Nicht weil wir so gut sind, sondern weil er wirken darf. Vers 10. Wenn aber der Christus in euch ist, so ist zwar der Leib tot um der Sünde willen, weil da haben wir ja das Gesetz der Sünde drinnen, aber der Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und jetzt vergleicht er das mit der Auferstehung. Das ist ganz interessant. Wenn nun der Geist, und da spricht er vom Heiligen Geist, wenn nun der Geist des, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Jesus auferweckt hat, auch euch auferwecken. Es wird keine Auferstehung geben, wenn wir nicht mit dem Heiligen Geist getauft sind. Ohne die Taufe mit dem Heiligen Geist gibt es kein Leben. Und es wird also deutlich, dass interessanterweise auch Jesus vom Heiligen Geist auferweckt wurde. Ja, da steht es da, das steht bei euch auch so. Ja, wenn nun der Geist des, der Jesus von den Toten auferweckt hat, also der Geist Gottes, in euch wohnt, so wird derselbe, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Der Heilige Geist und das Gesetz des Geistes ist also das Gesetz des Lebens, und es ist so stark, dass es sogar Tote auferwecken kann. Ja? Das heißt also, wir brauchen keine Sorge haben über unsere Sünde, weil er die Sünde überwindet. In uns. Und ich habe euch am Sabbat ein bisschen deutlich illustriert, er muss in uns sein. Wenn er nicht in uns ist, dann tut sie nichts. Aber wenn er in uns ist, dann löst sich etwas auf, was wir nie zustande bringen. Die Tinte im Glas können wir machen, was wir wollen, die kriegen wir nicht mehr raus. Wir sind gefangen in der Sünde. Aber wenn Jesus in mir ist, dann löst sich die Tinte auf. Das wollte ich dir fragen, was hast du noch für chemische? Das sage ich dir nicht, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Natürlich, mit normalem Wasser geht das nicht. Darum ist auch Jesus kein normaler Mensch gewesen, der war von Gottes Geist erfüllt. Sehr gut. Ja, ja, da kannst du gut sein. Das ist ein Geheimnis. Chemie. Chemie, ja. Und das war ganz überraschend, gell, wie da so ein Tintenfassel da, so ein Wasser, mit, also ein Glas mit Tinte, und dann schütte ich da ein Wasserglas ein und auf einmal löst sich die Tinte auf und ist nicht mehr da. Und, aber was ich gesehen habe, das ist nicht ruckzuck gegangen. Ja, sehr gut beobachtet, sehr gut beobachtet. Es geht nicht ruckzuck, es löst sich langsam auf, und das nennt die Bibel Heiligung. Und ich könnte ja den Versuch weitermachen, ich habe das nicht mehr weitergemacht, aber weiter ist nämlich so, in dem Glas ist aber immer noch die Tinte drinnen. Ja. Du siehst das nur nicht. Ich kann es wieder sichtbar machen. Also, ja, ja, ich brauche nur andere Flüssigkeit reintun und dann ist sie wieder da. Und das ist das Gesetz des Fleisches, was in uns drinnen ist. Der Herr Jesus hilft uns zwar, es zu überwinden, aber die Tinte ist immer noch drinnen. Solange ich in diesem Glas lebe, ist die Tinte drinnen. Du hast sie nur nicht mehr gesehen, das heißt, sie hat keine Macht mehr. Ich habe jetzt diesen Versuch nicht weitergemacht, aber ich könnte dann, wenn ich dann zum Beispiel es so mache, dass ich ein bisschen etwas aus dem alten Tinten herausleere und dann wieder reinleere, ist die alte Tinte wieder da. Das heißt also, das Alte ist immer noch da, diese Sünde ist immer noch da, und man darf also nie glauben, jetzt habe ich keine Sünde mehr, sondern es ist weg, weil der Heiland stärker ist. Es ist eine Auferstehungskraft, die dann so weit geht, dass sie sogar uns auferwecken wird.
Aber wer nicht vom Heiligen Geist erfüllt ist, wird nicht auferstehen. Da kann er noch so christlich gewesen sein, noch so die Bibel gelesen haben und noch so in Gottesdienst gehen. Wenn er nicht geistlich ist, gibt es kein ewiges Leben. Bitte. Was sündlos heißt nicht ohne dieses Fleisch, das ja, hast das du immer noch. Du hast nur keine Lust mehr zum Sündigen und die Sünde ist weg, weil er sie überwindet. Die Tinte ist aufgelöst, aber sie ist immer noch da. Und versuchen wird der Satan die immer wieder. Aber ja. Aber es ist, das habe ich euch auch nicht gesagt, das ist ja interessant. Das Glasl Jesus, wenn ich das Glasl Jesus neben dem anderen Wasserglasl gehabt habe, hätte ich die Tinte ins Glas Jesu gedrückt, wäre sie ein bisschen drinnen gewesen und auf einmal wäre es weg gewesen. Das heißt, Jesus ist auch versucht worden, aber der Satan hat keine Macht in ihm gehabt. Uns hat er aber voll in seinem Griff. Schatz, was macht denn der Herr Jesus im Garten Gethsemane? Was sagt er? Schaut einmal im Garten Gethsemane, was sagt er? Und das Ganze hängt und steht und fällt mit dem Gebet. Johannes, oder? Matthäus 26. Und da sagt er in Vers 41 zu den Jüngern, nachdem er geht, beten und kommt dann und sieht, dass sie schlafen, sagt er in Vers 40 zu seinen Jüngern, könnt ihr mit mir nicht eine Stunde wachen? Und dann sagt er in Vers 41, wachet und betet, dann fallt ihr nicht in Anfechtung. Ihr werdet Anfechtungen haben, aber ihr werdet nicht fallen. Und das ist das, was die Ricke meint, ihr werdet nicht sündigen. Der Geist ist willig, der Geist kann's, das Fleisch ist schwach. Wenn ihr betet, seid ihr voll des Heiligen Geistes und der Geist überwindet das Fleisch. Und dann kann ich Hunger haben und dann muss ich nicht essen. Und dann kann ich Lust haben und dann muss ich nicht, was weiß ich, irgendwas Böses tun. Egal, was das jetzt ist. Weil der Heilige Geist ist. Deshalb ist unser Problem der Mangel an Geist. Und darum freue ich mich so, dass das nächste Viertel in der Sabbatschule voll mit dem Heiligen Geist ist. Studiert den Heiligen Geist mit seiner Kraft und mit seinen Möglichkeiten und macht das, was der Herr Jesus sagt. In Lukas Kapitel 11, betet, betet, betet. Da steht es, wachet und betet. Betet, betet, betet. Lukas Kapitel 11 sagt das auch und da hat er es ganz deutlich gesagt, weil sie ihn beim Beten überrascht haben in Lukas Kapitel 11. Hat er ihnen das Beten gelehrt und dann hat er ihnen das Vaterunser gegeben und dann hat er vom bittenden Freund geredet. Und hat er gesagt, ja, der Freund hat das deshalb gekriegt, das Brot, weil er inständig drängend gebeten hat. Und wenn ihr so betet, sagt er, werdet ihr auch bekommen. Ja was? Vers 13. Denn so ihr, die ihr böse seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitte unverschämt drängen. Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich, denn bitte, ich brauche den Heiligen Geist. Ohne Geist Gottes geht nichts. Und da ist die Verheißung, dass er uns den Geist gibt. Wir beten vielleicht zu wenig oder zu lang oder zu kurz. Wir sollten viel mehr auf den Knien ringen, so wie Jakob. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann schenkt er dir den Heiligen Geist. Da hat er es verheißen. Er wird den Vater im Himmel, wird euch den Heiligen Geist geben. Und zwar, wenn du ihn so bittest, wie der bittende Freund. Ich brauche Brot. Ich brauche Brot. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Da könnte ein blöder Gedanke aufkommen, nein, ich bin zu sündig, deswegen kriege ich nicht. Das stimmt aber nicht. Nein, das stimmt nicht. Du bist schon sündig, aber die Sünde ist nie so groß wie der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist immer größer. Also der Gedanke, den kannst du vergessen, dass die Sünde ist nie so groß wie das. Das ist der Geist ist immer stärker als das andere. Das wollte ich von dir hören, deswegen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Gut, dann gehen wir zurück zum Römerbrief wieder. Wir viele im Namen Jesu Menschen heilen. Ja.
Das macht der Satan auch. Wir sollten das unseren Hund kennen, weil die Leute gehen um und sind so begeistert. Meine Liebe, du hast einen Bibeltext dafür. Genau. Wo steht der? Genau. In Matthäus. Ja, und zwar im 7. Kapitel. Vers 21, und wenn du das aufschreiben willst, Elisabeth, dann kannst du das aufschreiben. Matthäus 7, Vers 21. Und da sagt er, Matthäus 7, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, ins Himmelreich kommen. Woran erkennt man's? Sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Es gibt viele Charismatiker, die Halleluja singen und große Wunder tun, aber nicht gehorchen, was Gott sagt. Da heißt es in Vers 22, es werden an dem Tage, wo Jesus wiederkommt, viele kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, also prophetisch geredet? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Wunderwerke steht bei mir. Wunderwerke getan. Und er wird sagen, ich kenne euch nicht, weichet von mir, ihr Übeltäter. Wenn die Leute nicht an die Bibel glauben und die 10 Gebote ernst nehmen und den Sonntag immer noch feiern und nicht den Sabbat, wie es in der Bibel drinnen steht, dann ist das nicht der Heilige Geist. Da habe ich ein junges Paar kennengelernt, Halleluja, und der Herr und der Heilige Geist und hin und her, und die haben zusammen gewohnt. Habe ich gesagt, seid ihr verheiratet? Sagen sie, nein. Sag ich, das, was ihr macht, ist ja wilde Ehe. Ja, der Heilige Geist hat uns das erlaubt. Da muss ich sagen, halt. Das ist nicht der Heilige Geist. Das ist ein anderer Geist. Verstehst du? Und daran merkst du es jetzt. Ja? Wenn der Gläubige voll des Heiligen Geistes ist, und das ist Gottes Geist, dann führt ihn der Geist Gottes zum Gehorsam. Zu dem, dass er in der Bibel, denn das heißt ja dann, an ihren Früchten sollte sie erkennen, Kapitel 7, Vers 16. Und wenn einer sagt, die Bibel, das ist uninteressant, und was weiß ich, das Alte Testament ist vorbei, braucht man nicht mehr lesen, und das Neue Testament nur, dann kann ich sagen, das ist nicht der Geist Gottes. Wenn er sagt, die 10 Gebote sind aufgehoben, die brauchen wir nicht mehr halten, dann ist das nicht der Geist Gottes. Also an dem erkennst du es dann. Ob es wirklich der Geist Gottes ist, der uns zur Bibel, zum Gehorsam, zu Geboten hinführt und uns die Kraft gibt, auch die Gebote zu halten und zu überwinden, oder aber das nur ein gefühlsmäßiges Halleluja ist. Das gibt es auch sehr viel. Dass ich dann den Heiligen Geist gebrauche für meine Zeit. Genau. Und eigentlich muss man sagen, muss der Heilige Geist mich gebrauchen. Eben, ja. Und wenn einer sagt, ich habe den Heiligen Geist, dann hast du schon ein Fragezeichen zu setzen. Der Heilige Geist hat mich. Weil eigentlich muss man sagen, der Heilige Geist hat mich. Und er muss mich beherrschen. Nicht ich kann über den Heiligen Geist beherrschen. Das ist ja nicht so ein Gegenstand, den ich da in der Hand habe und sage, ich habe den Heiligen Geist. Du hast ihn nicht, ich habe ihn. Das ist ja kein Gegenstand. Und ich lebe unter der Gnade, ich brauche das nicht mehr einhalten, wie das jetzt gesagt wird. Der geistliche Mensch lässt sich vom Geist Gottes führen und leiten. Und der Geist Gottes ist es, der überwindet. Der Geist Gottes ist es, der siegt und lässt uns nicht weiter in der Sünde. Römer Kapitel 8 ist jetzt das Überwinden der Sünde da. Gut. Jetzt kommt Vers 14, denn welche der Geist, jetzt sind wir in Römer 8 wieder, welche der Geist Gottes treibt, die sind erst Gottes Kinder. Wir brauchen uns gar nichts einbilden, wenn wir sagen, wir sind Christen, wenn nicht der Heilige Geist uns beherrscht, sind wir keine Kinder Gottes. Wir sind erst Kinder Gottes, und es ist völlig falsch, wenn manche meinen, ja, alle sind wir Kinder Gottes. Nein. Wir sind dann Kinder Gottes, wenn wir ihn aufnehmen. Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Kraft, Kinder Gottes zu sein. Also wir sind erst Kinder Gottes, wenn der Heilige Geist uns erfüllt. Und deshalb betet, betet, betet. Und der liebe Gott hat verheißen, wer so drängt, wird den Heiligen Geist bekommen. Und das ist halt auch nicht eine Sache für, jetzt habe ich es, für immer. Ja?
sondern das kann auch wieder sein, dass der Geist Gottes betrübt wird und beleidigt wird von uns, weil wir halt dann doch wieder sündigen, weil dann geht er. Weil er wird nicht in einem Körper bleiben, der nicht von ihm beherrscht werden darf. Aber bewusst sündigt, meinst du jetzt auch? Natürlich. Wenn es mir passiert und es tut mir leid. Dann vergibt er da ja. Nicht? Aber wenn ich dann sage, nein, ich will nicht, ich will meinen Willen durchsetzen, ja, ja, dann wird er sagen, gut, dann mach's. Ich werde mich nicht aufdrängen und ich werde euch nicht versklaven. Das ist nicht der Geist Gottes. Der versklavende Geist ist der satanische Geist. Ja? Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, und das ist wichtig, gell? Sondern wir haben einen kindlichen Geist empfangen. Und da seht ihr, dass es verschiedene Geister gibt. Es gibt den Heiligen Geist, das ist der Geist Gottes und der Geist Jesu, und den kannst du unterscheiden von den anderen Geistern dieser Welt. Die anderen Geister versklaven die Menschen. Ja? Die sind dann plötzlich voll. Die zwingen. Ja, die sind dann plötzlich von Sinnen. Ja? Die fangen an zum Lallen und dann sind sie völlig weg. Die fallen um und kichern und lachen und gockern und was weiß ich, was alles. Das ist nicht der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist ist nicht ein knechtischer Geist, der mich versklavt. Das macht der satanische Geist. Der Heilige Geist aber ist einer, der mich zum Kind Gottes macht. Das ist ein kindlicher Geist, der ruft aber, lieber Vater, und dein Wille geschehe. Ja? Und jetzt, wie kann ich selber wissen, welcher Geist mich treibt? Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt also jetzt, der Heilige Geist, ich übersetze das ein bisschen, der Heilige Geist gibt Zeugnis deinem Gewissen. Mhm. Gell? Also der eine Geist ist der Heilige Geist, in Vers 16, gibt Zeugnis unserem Geist, das ist unser Gewissen. Mhm. Die Erklärung hast du in Kapitel 9, Vers 1, das haben wir ja jetzt gerade zuerst angeschaut. Indem wir beten und ihn einladen, ganz demütig sagen, Herr, übernimm du mein Leben und lass du mich siegreich sein durch deinen Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist sind wir Adoptivkinder, könnte man sagen. Ja? Wir sind nicht normal Kinder, wir sind alle Geschöpfe, das können wir sagen, alle sind Geschöpfe. Aber nicht alle sind Kinder Gottes. Sondern nur die Geschöpfe, die vom Heiligen Geist geleitet sind. Aber alle haben die Chance. Und jeder hat die Chance. Und jeder hat die Gelegenheit, ein Kind Gottes zu sein. Ja? Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Denn Kinder Gottes sind auch, Vers 17, Erben. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Was erben wir? Nämlich Gottes Erben. Miterben. Was erben wir denn als Christen? Den Himmel. Den Himmel, das Reich Gottes, das Paradies. Jesus sagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Er bereitet für uns jetzt im Himmel, im Reich, also das Reich Gottes vor. Und wenn er fertig ist, kommt er zu uns und dann nimmt er uns zu sich. Und das wird bald geschehen. Und wir haben das Erbrecht nicht, weil wir so gut sind, sondern weil der Heilige Geist in uns ist. Das heißt also, er ist unser Erbrecht. Es ist der Geist Jesu. Und wer Jesus gehört und Jesus aufgenommen hat, der ist auch Erbe. Und der braucht nicht zweifeln an seiner Sicherheit, an seiner Erlösungsgewissheit. Er darf sicher wissen, was die Gewissheit ist, ist der Heilige Geist. Der gibt uns Gewissheit. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es auch. Ja, genau. Wir sind es, wenn wir den Heiligen Geist bitten und ihm jeden Tag unser Herz übergeben und jeden Tag sagen, dein Wille geschehe. Und das mache ich ganz bewusst jeden Tag. Und wenn ich merke, dass ich Mittag schon weniger habe, dann bete ich wieder, gehe wieder ins Gebet
Und wenn ich merke, dass ich abends wieder, dann gehe ich wieder ins Gebet. Und wenn du merkst, dass Nachmittag, dann machst du Nachmittag auch wieder. Also wachet und betet, sagt der Herr. Ja? Es ist einfach ein ständiges mit dem Herrn verbunden sein, ein ohne Unterlass mit Gott verbunden sein. Ganz bewusst, Herr, ich brauche dich und deinen Geist. Und die nächsten Verse zeigen uns jetzt diese Zukunft, die wir haben. Wir haben Hoffnung. Wir brauchen nicht entmutigt sein. Wir brauchen nicht, wie soll ich sagen, das Handtuch in die werfen und entmutigt sein. Denn, sagt er in Vers 18, egal was du leidest, egal was du gerade erlebst, was steht da in Vers 18? Denn ich halte dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden. Dieser Text, den hätte der Hiob gebraucht. Der hat ihn noch nicht gehabt damals. Aber er hat es auch erlebt, dass diese Leiden, die du hast, egal was du erleidest in dieser Welt. Eine andere Übersetzung. Ja? Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Ja, so ähnlich wie er. Das heißt also, das, was wir hier erleben und erleiden, ist ein Dreck gegen die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das ist so, ich vergleiche das immer, ich kann es nicht vergleichen, weil ich keine Frau bin, aber das ist so wie beim Baby. Wenn du ein Baby kriegst, dann hast du Schmerzen. Aber wenn es dann da ist, vergisst alles, habe ich gehört. Ich weiß es nicht, aber ich habe es halt so gehört. Aber der arme Hiob, der hat schon einiges mitgemacht. Natürlich hat er einiges mitgemacht. Ja, aber ich bin davon überzeugt, dass er nicht mehr daran denkt, an das, was er alles erlebt hat. Und so wird es auch bei uns sein, wenn wir dann die Herrlichkeit erleben, wenn wir dann auferstanden sind, wenn wir dann mit Christus die Ewigkeit erleben, dann werden wir sagen, du, das, was wir da erlitten haben, das ist doch völlig nicht der Rede wert. Die Träumende, wenn man das sagt. Ja. Darum haltet jetzt schon fest, egal, wenn es euch nicht gut geht, was für Hoffnung wir haben. Vers 19. Denn dies ängstliche Harren der Kreatur wartet, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Also die ganze Schöpfung wartet auf uns, bis wir auch voll des Heiligen Geistes sind. Denn letztlich ist ja diese Schöpfung auch in diese Vergänglichkeit, in dieses Gesetz getaucht worden. Nicht? Ich meine, du musst dir vorstellen, der Löwe hat früher im Paradies nicht Fleisch gefressen. Aber jetzt frisst er Fleisch. Aber glaubt ihr, dass er glücklich ist? Nein, nach dem Text geht es darum, dass die ganze Natur eigentlich sich auf die Erlösung hofft und sehnt. Es sagt er hier, Vers 20, es ist ja die Kreatur unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen. Also die Natur hat ja eigentlich auch den Tod mitbekommen, ohne dass sie es wollten, durch Adam. Durch die Sünde Adams ist die ganze Welt in dieses Gesetz hineingekommen, inklusive die Natur. Die Bäume verlieren die Blätter und sind kahl. Ja, glaubt ihr, dass die glücklich sind? Die Blumen verwelken, die Tiere sterben. Das passt ja alles nicht zur Natur, das passt ja alles nicht zu Gott, das ist ja nicht sein Plan. Das ist durch die Sünde in die Welt gekommen und mit der Sünde der Tod. Und jetzt sehnt sich die ganze Schöpfung, alle Tiere, Pflanzen, alle sehnen sich endlich nach dieser Erlösung, dass dann dieses Gesetz des Todes nicht mehr gibt. Und auf der neuen Erde wird es dann keine Blätter mehr geben, die welken, keine Blumen, die sterben, keine Tiere, die sterben. Es gibt dann diesen Tod nicht mehr. Es ist ja heute so traurig, nicht? Da hast du so eine schöne Blume und dann auf einmal fängt sie an, braun werden. Das ist also eigentlich nicht im Sinne des Schöpfers. Vers 21. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft des vergänglichen Wesens zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Die Natur wird mit uns verwandelt, wenn Jesus wiederkommt. Ja, wir bekommen einen neuen Körper und dann ist das Fleisch weg.
dann ist dieses Gesetz der Sünde und des Todes weg. Vorher nicht. Vorher ist es nur machtlos, weil der Heilige Geist stärker ist. Aber es ist noch nicht weg. Wenn der Herr Jesus dann uns verwandelt, bei der Auferstehung, kriegen wir einen neuen Körper. Das ist nachher erst. Nachher erst. Und in diesem neuen Körper ist dieses Gesetz der Sünde und des Todes nicht mehr da. Und er verwandelt mit uns die ganze Natur. Die Bäume, die Tiere, die Pflanzen, alles wird verwandelt und es wird alles herrlich und nicht mehr dem Tod unterworfen sein. Das ist ja so schön, du hast ja so schöne Naturfilme im Fernsehen. Aber ich muss immer wieder umschalten, wenn dann der Löwe an der Gazelle nachjagt und sie dann bockt und zerreißt. Das tut mir so weh. Bis dann fertig ist, dann schalte ich wieder zurück, damit ich weiterschauen kann. Das ist so furchtbar, wie ein Viech das andere frisst und das Fressen und Gefressen werden ist ja nie im Sinne des Schöpfers. Der Fuchs, das erlebt Haserle, Bock. Ja, furchtbar. Aber ich, im Winter im Wald jetzt, ja. Da siehst du das so schön, wo die Schlucht dort nimmt. Ja, furchtbar. Aber ich bin ein neugeborener Fuchs, ich friss kein Haserle. Da haben sie mich immer gehänselt in der Schule mit dem Lied Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Ja. Das habe ich jetzt umgedichtet. Das heißt jetzt Fuchs, du hast sie Gans gestohlen. Ja, meine Frau Gans. Du hast sie Gans gestohlen. Okay, so nebenbei. Also ihr seht, dass die ganze Natur sich sehnt, Vers 22, denn wir wissen, dass alle Natur, alle Kreatur, alle Schöpfung sehnt sich mit uns und ängstigt sich noch immer. Das heißt also, die ganze Natur wäre froh, wenn das ganze Theater mit dem Fressen und Gefressen werden und mit dem Tod aufhört. Sondern, dass es dann erlöste Natur gibt auch. Und so dürfen. Das geht aber dann. Das natürlich, aber das hängt an uns. Das verstehe ich nicht ganz. Was verstehst du? Ja, weil wenn wir jetzt erlöst werden, das ist ja dann, wenn Jesus wiederkommt. Genau. Was wird dann mit den Bäumen und mit den Blumen da und mit den Fischen? Die werden alle erlöst. Es wird eine neue Erde geben, sagt wenn er. Wenn die mitgehen. Und das steht da in der Bibel drinnen, Offenbarung, Kapitel. Und die Viecher da? Ja, hör zu, Offenbarung Kapitel 21. Offenbarung Kapitel 21, das letzte Kapitel der Bibel, wo er sagt, Vers 21, Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Und dann sieht er eine neue Erde und einen neuen Himmel. Jetzt ist die Natur erlöst, wenn sie... Auf dieser neuen Erde gibt es dann keinen Tod mehr, kein Sterben mehr. Auch für die Natur nicht. Auch für die Natur nicht. Und da wird es sicher auch Viecher geben. Da gibt es auch Viecher, natürlich. Vielleicht uns. Natürlich gibt es Tiere. Die Bibel sagt, dass der Löwe Gras fressen wird. Vielleicht gibt es unsere Viecher. Wie? Was gestorben sind. Nein, also das gibt es sicher nicht, dass dein Katzerl, die Minki, wieder kommt, aber du kriegst ein anderes schönes Katzerl. Dann weiß man nicht, gell? Was der Herr fuhr hat. Ja. Auf alle Fälle wird die Natur befreit von dieser Vergänglichkeit. Denn auch die Tiere werden krank und auch die Pflanzen werden krank. Jetzt habe ich da so einen schönen Buchsbaum gehabt, gell? Da war so ein, wie heißt das, Spinnen? So ein Spinnendings drin. Ja, der hat mir den ganzen Baum zerfressen. Den habe ich jetzt verbrennen müssen, weil das tut mir weh. Das ist so ein schönes Baumal gewesen, gell? So eine schöne Kugel. War so schön. Wächst nicht so langsam, ja? Und das ist alles kaputt. In Österreich, in Deutschland. Überall ist das. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Das heißt also, die ganze Natur freut sich und ängstigt sich und wartet, bis ihr endlich den Heiligen Geist annimmt. Ja, was steht denn da? Ja, Jesus. Ja. Yes.
Naja, Vers 21, denn auch die Natur wird frei werden zu dieser selben, Unvergänglichkeit, zur Freiheit. Denn wir wissen, alle in der Kreatur sehen sich mit uns und ängstigt sich noch immer da, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir haben, das Geistes Erstlingsgabe, sehnen uns auch bei uns selbst nach dieser Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erlösung. Bitte, wir sind noch im Leib. Ja. Und wir haben noch Probleme mit unserem Leib. Das ist unser Fleisch. Und jetzt kommt es auf uns drauf an, denken wir fleischlich oder denken wir jetzt schon geistlich? Ist unser Denken mit dem Heiligen Geist verbunden? Darf er unser Denken beherrschen? Dann beherrschen wir auch das Fleisch. Aber es ist immer noch da, auch nach der Bekehrung. Es ist völlig falsch zu sagen, nach der Bekehrung hast du das fleischliche Gelüste nicht mehr. Es ist ja immer noch da. Aber der Heilige Geist überwindet sie. Das sind doch die guten Adventisten. Die besseren. Ja, es gibt es überall, weißt du? Es gibt es in unserer Gemeinde, es gibt es überall so extreme Leute, die dann so extrem sind, dass sie sagen, ja, wir haben keine Sünde mehr. Deswegen sage ich, der David ist ein schlechter Adventist, aber ein guter Christ. Gut, wir sind jetzt bei der Hoffnung und Gewissheit, die der Gläubige haben darf, und mit uns ziehen wir die ganze Natur mit. Genauso wie Adam die ganze Natur mitgezogen hat in die Sünde. Ja. Man muss mir ja vorstellen, der muss ja fertig gewesen sein, als er gesehen hat, wie dann die Bäume die Blätter verlieren, im Paradies war alles so wunderschön. Und das muss ihn ja zusammengehaut haben. Der darf mir reinschauen. Wenn er seinen Buben gesehen hat, wie er den anderen Bruder umbringt und wie das alles. Das muss ja furchtbar gewesen sein für ihn. Das erste Mal in seinem Leben tot und zu sehen, dass durch mich, durch meine Sünde, die ganze Natur hineingezogen wird in diese, Tinte. In diesen Sog. In diesen Sog. Und die warten alle auf die Erlösung, die wir erleben dürfen. Und zwar wann? Bei der Auferstehung. Ja? Wenn wir auferstehen werden, wenn der Heilige Geist uns aus dem Grab herausholen wird, wann wird das sein? Wenn Jesus wiederkommt. Und die Bibel sagt, dass er bald kommt. Auch der Hiob. Bitte? Auch der Hiob. Auch der Hiob wird dann aus dem Grabe herauskommen, genau. Und da werden alle Gläubigen, die im Heiligen Geist verbunden waren, herauskommen. Denn der Heilige Geist ist Leben. Ja? Wenn ich ohne Heilige Geist stirb, dann bin ich da im Grab und komme nicht raus. Wenn ich aber zu Lebzeiten mit dem Heiligen Geist verbunden bin, dann sterbe ich, dann kann er mich rausziehen. Wie auch immer. Ja? Wir können das nicht verstehen. Also, physisch können wir das nicht begreifen, weil da gibt es ja Leute, die über 6000 Jahre, da ist nichts mehr. Oder die sind im Feuersbrunst umgewandelt. Verstehst du? Also wir können uns das nicht so vorstellen, als wie da ist noch was. Ja, wobei wir haben ja schon über die Auferstehung geredet. Wir wissen, dass wir diesen alten Leib ja gar nicht mehr brauchen. Den brauchen wir nicht. Und der Heilige Geist ja trotzdem uns beherrscht und der Plan, den Gott von uns hat, einen geistlichen Menschen, den kann er wieder mit einem neuen Körper, und wir kriegen einen neuen Körper, einen verherrlichten Körper ohne diesen Gesetz, da braucht er unsere Knochen, das nicht mehr, das braucht er ja nicht mehr. Und wenn wir das auch nicht begreifen können, aber das ist Glaube. Ja, genau. Ja, lies mal weiter, Vers 24. Denn wir sind wohl gerettet durch auf Hoffnung. Und jetzt merkt ihr, wir sind in einem Spannungsfeld. Wir haben immer wieder in unserem biblischen Glauben ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite sind wir erlöst, wir sind erlöst, auf der anderen Seite wir werden erlöst. Ja, das ist ein Spannungsfeld, das man aushalten muss. Wir sind Kinder Gottes und wir werden Kinder Gottes. Ja, also dieser Spannungsfeld. Wenn der Heilige Geist unser Herz erfüllt, sind wir schon errettet.
Aber wir werden erst errettet bei der Auferstehung. Ja? Dieses Spannungsfeld müssen wir aushalten, weil es ist auf der einen Seite ein Glaube und auf der anderen Seite dann erst ein Schauen. Aber zuerst kommt der Glaube und dann kommt das Schauen. Und darum sagt er eben, wir sind wohl gerettet, Vers 24, aber auf Hoffnung. Ja, das heißt also, es ist noch nicht sichtbar. Die Rettung sehen wir erst, wenn Jesus wiederkommt und die Erde verwandelt und eine neue Erde schafft und wir dann auf dieser neuen Erde leben dürfen. Denn wir sind wohl gerettet, aber auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man nicht sieht, ist nicht Hoffnung. Umgekehrt. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man das hoffen, was man sieht? Also er sagt, wir leben jetzt noch im Glauben. Jetzt sehen wir noch nichts. Wir werden dann erst sehen. Und jetzt leben wir in Hoffnung. Und die Hoffnung kriegen wir durch den Glauben. Ja? Weil manche sagen, ja, sag mal, dann glaube ich. Ja, das ist ja kein Glaube. Ja? Wenn ich eh schon sehe, dann brauche ich ja nicht mehr glauben. Glauben ist ein sicheres Wissen von dem, was man nicht sieht. Ein Nicht-Zweifeln an dem. Gell? Gut. Wenn wir aber das hoffen, dass wir nicht sehen, so warten wir in Geduld. Und das ist halt noch ein Geduldsprozess. Ich sage euch, der Heiland kommt bald und mit ihm die neue Erde, mit ihm der Sieg. Aber jetzt können wir schon im geistlichen Bereich, im Glauben siegen, indem wir überwinden und die Sünde überwinden, nicht aus eigener Kraft, sondern mit dem Heiligen Geist. Jetzt können wir schon schöne Erfahrungen mit Gott machen, aber wir müssen halt noch ein bisschen Geduld haben. Es kann sein, dass wir noch sterben werden, muss aber nicht mehr sein. Denn es kann sein, wenn er vielleicht in 2 Jahren kommt, dann sind wir noch am Leben. Vielleicht. Hoffentlich. Weiß man ja. Darum sage ich, es kann auch sein, dass wir nicht mehr sterben müssen, dass er zu unseren Lebzeiten wiederkommt, der Herr Jesus. Aber es ist schon so, ich sage mal, ein Gefühl, gell? Was für ein Gefühl ist bei dir? Dass die, ja, dass das wirklich bald sein. Aber ich glaube, das muss nicht einmal ein Gefühl sein. Es gibt Zeichen in der Bibel, an denen Jesus sagt, werdet ihr es merken. Ja. Ja? Und da gibt es verschiedene Zeichen, wo er sagt, Kriege, Katastrophen und so weiter, und das vermehrt sich alles. Und das ist so wie bei einer schwangeren Frau, die hat auch Anzeichen, jetzt kommt das Baby, man nennt das Wehen. Ja, und die werden immer stärker und immer intensiver und die Abschnitte immer kürzer. Und diese Wehen, da sind wir mittendrin, die Geburtswehen einer neuen Erde. Katastrophen, teure Zeit und so weiter und so weiter. Da gibt es ja viele, das muss gar nicht das Gefühl sein, das sind Tatsachen. An die kannst du festhalten. Und darum nennen wir uns Adventisten, weil wir Christen sind, die warten auf seinen zweiten Advent. Ja, auf seine zweite Ankunft. Wir glauben, dass der Herr Jesus bald wiederkommt und wir möchten vorbereitet sein. Und diese Vorbereitung ist der Heilige Geist. Er sagt dann, dass, was mich also da sehr ermutigt ist, dass der Heilige Geist, der die Herzen erforscht, ja, für uns fürsprechen wird. Vers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Er bittet für uns, weil er kennt sich ja ganz, er kennt uns ja noch besser, wie wir uns kennen. Und wenn der Geist Gottes uns erfüllt und letztlich uns durchdringt, kann er auch vor Gott sagen, du schau, der denkt so und so und der hat mich wirken lassen. Ja? Der aber die Herzen erforscht, Vers 27, weiß, was des Geistes Sinnen sei, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Es ist ja der Geist Jesu und Jesus ist ja unser Fürsprecher. Und somit wissen wir, Vers 28, dass egal was uns passiert, wenn wir Kinder Gottes sind, es zum Besten dient. Für alles zum Guten. Es zum Besten dient. Der liebe Gott ist unser Vater und er macht nichts, was uns schadet. Es wird zwar manches wehtun, es wird manches nicht angenehm sein, aber wir wissen, dass er es aus Liebe zulässt. Ja?
Und man wird auch vielleicht hier auf dieser Erde keine Antwort bekommen. Der Dietmar wird vielleicht keine Antwort bekommen, warum er die Probleme mit dem Ohr hat. Ich weiß auch nicht warum. Aber wir dürfen wissen, dass Gott in seiner Weisheit nichts zulässt in unserem Leben, was nicht gut für uns wäre. Und das hat der Hiob auch erlebt, dass dieses Leid für ihn notwendig war. Am Ende hat er auch Gott ganz anders kennengelernt. Er sagt dann in Vers 29 und 30 etwas Wunderbares, nämlich, dass er alle Menschen berufen hat, Vers 29, so zu sein wie Jesus. Denn welche er zuvor ersehen hatte, hat er verordnet, dass sie was sollen? Gleich sein sollen Jesus. Das heißt Mensch sein. Wir sollten eigentlich alle Menschen sein. Und wenn du mich fragst, was Mensch sein heißt, so sein wie Jesus. Jetzt wirst du sagen, ja, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das, so zu sein wie Jesus? Wir sind zwar berufen, so zu sein, aber jetzt bitte, Vers 30 ist ganz wichtig. Der, der uns berufen hat, hat uns aber auch gerecht gemacht. Und der uns gerecht gemacht hat, hat uns auch herrlich gemacht. Das heißt, er beruft uns nicht zu etwas, was wir nicht schaffen. Wir werden es nie schaffen. Aber er, der uns berufen hat, gibt uns auch die Kraft dazu und die Gerechtigkeit dazu. Das heißt also, er vergibt uns die Sünde, bedeckt unsere Sünde mit seiner Gerechtigkeit, gibt uns den Heiligen Geist, der uns die Sünde überwinden lässt. Und somit brauchen wir keine, wie soll man sagen, Sorgen haben, ja, wie werden wir einmal so sein wie Jesus Christus? Wir brauchen nur die Sorge haben, Heiliger Geist, bist du bei uns, wirkst du oder kannst du nicht wirken? Denn der Heilige Geist macht's, nicht der Dietmar, nicht der Raimund. Bitte, Dietmar. Die er aber vorbestimmt hat, das ist wieder dieses Vorbestimmt. Bei mir steht nicht vorbestimmt, sondern verordnet. 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 Bei mir steht, die er aber vorbestimmt hat. In Vers 29? Ja, 30. Vers 30. Welche er aber verordnet hat, die hat er auch berufen. Welche aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und bei mir vorausbestimmt. Ja. Bei mir auch verordnet. Wieder ein Gedanke, den du da ein bisschen gewertet hast, aber es könnte so sein, ja. Aber du musst vielleicht, ja, verordnet, okay. Und bitte schreibt er da dazu, 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Schreibt er das dazu, dann kannst du immer Antwort geben, weil das gehört im Zusammenhang dazu. Wen hat er bestimmt? Wen hat er verordnet? Wen hat er bestimmt? 1. Timotheus 2, Vers 4. Und da heißt es, Gott will, dass alle Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deswegen kommt er vorher bestimmt. Also er hat alle vorher bestimmt. Alle. Nur nicht jeder wird es erleben, weil nicht jeder den Heiligen Geist annehmen wird. Er hat alle berufen, alle bestimmt, Kinder Gottes zu sein. Und es hat, wie sie auch gesagt hat, jeder die Möglichkeit. Nur nicht jeder nimmt dieses Geschenk des Geistes an. Die ihn aber annahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Ja? Und wer jetzt ein Kind Gottes ist, und ich glaube, diese Texte brauchen wir jetzt da gar nicht zu studieren, denn die sind so wunderschön, Vers 31 bis 39, dass wir sie einfach auf uns wirken lassen. Wer jetzt Kind Gottes ist, braucht keine Sorge haben, denn wenn Gott so für uns ist, dass er uns bestimmt hat, Kinder Gottes zu sein, aber auch nicht nur bestimmt hat, sondern uns auch zu Kindern Gottes macht, denn wir brauchen nichts tun, außer Ja sagen und sagen, dein Wille geschehe. Die er berufen hat, die hat er bestimmt und die hat er bestimmt, die hat er auch gerecht gemacht und die hat auch herrlich gemacht. Und wenn Gott so für uns ist, dass er alles macht, wer kann da gegen uns sein? Er hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont und hat für uns ihn alle dahingegeben. Wie soll er uns mit Jesus nicht alles schenken?
Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht, bitte. Nicht ich mache mich gerecht. Nicht ich bemühe mich. Gott ist es, der das macht. Dein Geist ist es, der das macht. Nicht du. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt und vertritt uns. Jetzt ist Jesus unser Fürsprecher. Jetzt vertritt er uns mit dem Heiligen Geist vor Gott, dem Vater. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert? Kann uns irgendwas, Krankheit, kann uns das von Gott wegbringen? Nein, auf keinen Fall. Er sagt, ja, wir haben Probleme. Wir werden wie Schlachtschafe den ganzen Tag verfolgt. Aber, Vers 37, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden weit. Und ihr sagt immer wieder das Zauberwort überwinden. Wir überwinden, weil der Geist Gottes es ist. Genau. Denn ich bin gewiss, sagt er, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Nichts. Und er braucht nicht zweifeln, denn diese Gewissheit liegt nicht in ihm, weil er so gut ist, sondern die Gewissheit liegt im Heiligen Geist, weil er bei uns ist. Und wenn Gott uns berufen hat und uns herrlich macht und uns die Kraft gibt, so zu sein wie Jesus, wer will uns scheiden? Was wir nur brauchen, ist die Gesinnung, geistlich gesinnt zu sein. Beten und wachen. Wachet und betet. Amen.